Willkommen zurück zur letzten Raw hier von No Way Out. Wieder gleiche Besetzung. Die Raw Willkommen, Guys und ich. Hallo. liebe Freunde, zu Raw is Wild. Ja, willkommen zurück zu Let's Raw. Nee, für mich weitaus tragischer als für alle anderen hier am Set. Aber weshalb könnt ihr euch selbst vielleicht zum Nachdenken bringen? Ja. Dann kommt ihr vielleicht drauf, liebe Zuschauer. Wollen wir die Letzte Zuschauer nicht erstmal lieber aufklären, warum wir hier die ganze Ja. Zeit so. Letzte Raw-Ausgabe in dem Sinne, denn ja, nach langem Hin und Her und nach langen Konferenzen untereinander zwischen den Teams haben wir beschlossen, nach No Way Out das Projekt zu beenden. Für 2K16 natürlich. Jo. Bei 2K17 geht es weiter, aber 2K16 geht bei No Way Out vorbei. Genau. Das liegt halt daran, dass auf jeden Fall ein Großteil, sage ich, betone ich extra, des Teams hier, unseres Fünfer-Teams, keine Motivation mehr für dieses Projekt besitzt. Was wir natürlich verstehen können. Also zum Beispiel, ich kann jetzt einfach sagen, ich hätte jetzt gerne das Projekt noch bis Survivor Series gezogen, weil wir echt coole Pläne hatten für nach No Way Jo. Out. Aber ich kann trotzdem auch die andere Seite verstehen. Wir besonders, die Raw Guys, wurden ja ständig mit unseren Sachen gescrewt. Stichwort Wyatt, der Submission-Spezialist, tappt, der unbesiegte Wyatt? Submission-Spezialist. Ich meine, Brian, ich keine Ahnung, wieso ich die immer, Wyatt, keine der Ahnung. unbesiegte Submission-Spezialist. Ja, ich wechsle die immer, die beiden, keine Ahnung, wieso. Und dann natürlich unser absolut grandioser Main Event des letztmonatigen Pay-Per-Views. Night of Champions. Night of Champions. Deswegen, wir hatten auch unsere großen Enttäuschungen. Wir waren auch nicht mehr so motiviert natürlich, aber Die größten Enttäuschungen waren ja meistens auch immer in den Wochenshows. Ich ja. weiß nicht, wie viele Dinger wir aus dem Stand ausreden, wir uns raushauen mussten, weil wir irgendwelche Niederlagen von Bray Wyatt gegen Fandango erklären mussten. Ja. Oder Ayn English gegen, was war das letzte Finn Woche? Balor. Finn Balor. Ja, genau. Also, es Ja. ist halt so, wir hätten alle gerne noch bis Survivor Series gemacht. Definitiv. 2K17 ist ja noch nicht draußen. Wir hätten gerne noch bis zur Survivor Series echt gemacht. Aber so das Gesamtpaket stimmt einfach nicht mehr. Wir wollen es jetzt einfach, ja, hinter uns bringen, kann man wirklich so sagen. Was nicht Ich heißt, muss. dass wir aufs nächste Spiel überhaupt keinen Bock haben. Das ist sogar eher das Nö, Gegenteil damit der wäre Fall. neu. Wir haben ein anderes Spiel, ne? Ja. Klar, auf ein Neues anderes Spiel, Spiel haben neue wir mehr Bock. Chance. Sagen wir mal so. Das Projekt war schon von Anfang an ein bisschen angeschlagen, weil Submission. einer der Ja, das Kernmechanik, eine stimmt. der Kernmechaniken des Wrestlings nicht funktioniert haben. Ja, ich glaube, Das war ich schon glaub, das lächerlich lag. genug. Ich glaube, das lag aber auch einfach daran, weil ich glaube, die KI dieses ganze Ratspiel da mit der Submission, glaube ich, auch so gefühlt machen muss. Der Submission Specialist Daniel Bryan, der nie einen zum Tappen gebracht hat, aber selber getappt hat. Ja, mal gucken, vielleicht kommt der die KI nächstes Jahr mit diesem als alternativen Submission-System klar, wo der Button smashen muss. Man muss die KI nur richtig programmieren, dann geht das auch. Ja. Also von daher, naja. Letztendlich ist es einfach so. Wir haben uns da echt für entschieden. Somit gibt es noch eine Raw und eine SmackDown. Das ist jetzt die letzte Raw hier heute. Donnerstag oder Freitag kommt dann die letzte SmackDown. Wahrscheinlich kommt die erst Freitag, weil die Jungs es ja schaffen am Donnerstagabend. Aber dann gibt es nochmal No Way Out. Den letzten Pay-Per-View und da könnt ihr euch wirklich nochmal drauf freuen, weil da gibt es nochmal wirklich einige interessante Sachen, die da Auf jeden passieren Fall. Wir werden. haben uns nochmal was ganz Spezielles für euch ausgedacht, um halt einen guten und schönen Abschluss zu finden für dieses Projekt. Im Gegensatz Definitiv. zum letztjährigen Abschluss. Immer, es kommt ja vielleicht auch ganz gut hin, weil 2K kommt ja jetzt dann in unserem Stand zumindest jetzt die nächsten Tage dann noch raus. Ja, Übernächste Woche. das stimmt, aber wir wollen ja eh ein bisschen abwarten, dann noch mit den Calls und alles, die nicht dabei Genau. Ja, sind. Benjamin wird man brauchen zum Beispiel und solche Geschichten halt. Wir brauchen viele Cores wahrscheinlich. Ja. Wow. Aber ja, von daher haben wir uns da jetzt erstmal für entschieden und dann ist das, glaube ich, auch okay so für, zumindest für uns, wir haben uns nichts vorzuwerfen. Wir hätten schon viel früher das Projekt abbrechen können. Jo. Auf jeden Fall. Aber ja, so ist das halt, ne? Dann Und würde ich ja, einfach wenigstens sagen. wird man dieses Jahr vielleicht einen besseren Abschluss haben als die ganze Bukati-Geschichte. Darauf hatte ich angesprochen eigentlich schon. Und sagen wir mal so, auch bei all den negativen Seiten hat dieses Projekt uns natürlich auch viele schöne Momente erbracht, Absolut. an die wir uns noch Jo. gerne erinnern können.
die ganze Jason Jordan Sache. Jason Jordan Jr. gegen End, Austin Aries, der bei seinem Debütmatch das Money in the Bank Ladder Match gewinnt. Die gesamten Debutanten und was die mal geleistet haben. Da muss ich aber für SmackDown mal ein Kompliment machen wegen der ganzen Nakamura-Styles-Geschichte. Das war auch mega gut. Also es ist so, dass sie nicht, dass sie das Spiel keine schlechten Matches hatte, das nicht, aber... Das Problem ist, am Ende, wir hatten schon so ein, zwei Pay-Per-Views, wo wir echt gute Matches auch hatten, wo der Pay-Per-View echt gut war. Money in the Bank zum Beispiel war mein der stärkste Pay-Per-View. War auch ziemlich gut. Battleground war auch gut, ja, aber ich glaube, Money in the Bank war der stärkste Pay-Per-View allgemein von den Matches her. Und das Problem ist, am Ende hat es halt hart abgebaut. In den Wochenshows waren die Matches dann teilweise echt gut. Und beim Pay-Per-View waren die Matches dann so, ja, nach 8 Minuten Armageddon-Hell same Match vorbei. Ey, man hat mal jetzt mal wieder gesehen, dieses Triple Threat Match da und Number One Contender war auch ziemlich gut jetzt am Anfang. Das war harter Overkill auf jeden Fall. Ja. Sag ich mal so, wir sehen dann zum Beispiel irgendwie ein fucking 5-Star Classic Match zwischen, keine Ahnung, irgendwelchen zwei Leuten und dann treten die dann Aries irgendwann später. Und, Aries Guerrero oder zum Beispiel und dann. Wenn Aries dann irgendwie gegen Ambrose antritt, dann, wow, es war schon okay, aber dann einfach Dirty Deeds und dann ciao oder so. Ja. Ja. Ja, oder ich meine halt... Oder Wyatt, eines ist Wyatt wie Batista entthront. Ja, weißt du. Und dann, dafür war dann das andere Match wieder so mega übel gut. Ja, und dann 2 Wochen danach, es war Wochenshow, und dann denken sich, oh, Wochenshow, jetzt müssen wir aber was Richtiges leisten. 4 Sister Abigail, die Batista einstecken musste. 2 nacheinander. Zwei nacheinander, wo er 2-mal hintereinander ausgekickt ist. Weißt du, deswegen, das hätte genau andersrum sein sollen, verdammt. Aber das checkt. Es ist ein bisschen frustrierend, man kann sich zwar viel hindrehen, letztendlich kann man halt die Matches, also die Hauptmatches, dann halt nicht wirklich beeinflussen. Das ist ein bisschen schade, wie gesagt. Leider wurde es bei 2K17 ja nicht announced, dass man im Universe-Mode das einstellen kann, wer die Matches gewinnt, zumindest in den Matches, wo man das will, damit man die Story voranbringen kann, dass man nicht wieder von Null anfängt, weil wir müssen natürlich auch dann, wir haben halt so ein Pay-Per-View, wir denken dann so auch mal für den neuen World Champion so 2-3 Monate voraus. Wenn er den Titel aber verliert, müssen wir wieder komplett alles über den Haufen werfen und dann was Neues bucken. Das ist dann auch mal so ein bisschen kacke. Letztendlich ist es so, was bisher für den Universe Mode announced wurde bei 2K17, gefällt uns ganz gut. Jo, Promo Engine wird man wahrscheinlich nicht nutzen, weil man ja, glaub, keine eigenen Texte nutzen kann. Ja, da schauen wir mal. Wir können ja gucken, wie die Standard-Promos da so aussehen. Jo. Dann können wir es ja so schreiben, aber wie gesagt, ein bisschen schade, dass es das nicht gibt mit den Entscheidungen, dass man sagen kann, ja, der muss das jetzt aber gewinnen, dass man das vorher einstellen kann. Das Match dann trotzdem aber so laufen lassen kann, trotzdem, der muss das gewinnen. Ist ein bisschen schade. Stell euch mal vor, zum Beispiel, dass Heath Slater gegen Daniel Bryan gewonnen hätte. Wir hatten die ganze Zeit irgendwie Herzrasen, dass der Plan irgendwie schief geht, weil halt bei 2K irgendwie alles mit... Da war aber das Submission-System schuld. Der war, hat da, glaube ich, schon 2 Yes-Locks angesetzt. Ja, aber hatte Bryan den Omega-Driver noch nicht. Deswegen halt, es ist halt jedes Mal, wenn du eigentlich nur so einen Aufbaugegner quasi, in Anführungszeichen, Aufbaugegner halt zum einen Champion packen willst, dass dieser halt immer stärker werden kann, hast du immer jedes Mal Muffensausen, dass der Typ dann doch irgendwie die Titel verliert. Ein Fandango, der hat, glaube ich, 2 fette Tiere hintereinander geschlagen. Obwohl du eigentlich alles dafür gegeben hast, dass der Champion das da halt dann mal bitte gewinnt. Und so. Und ist ein bisschen frustrierend, aber ist so. Trotzdem hat es Spaß gemacht und wir sind ja auch noch lange nicht am Ende. Wir haben jetzt noch eine Raw und ein Pay-Per-View, von daher würde ich einfach sagen, wir starten jetzt mal mit Raw. Wir haben ein paar Sachen aufzuklären für No Way Out. Auf jeden Fall. Ein paar sehr interessante Ankündigungen. Definitiv. Die wahrscheinlich auch die meisten überraschen wird. Ja, bestimmt. Soll ich die erste Ankündigung übernehmen? Mach das gerne. Okay, ja. Die erste Ankündigung ist schon mal eine sehr interessante und auch heftige Ankündigung. Und zwar kündigen wir als Raw-Team an, dass das WWE Championship Match nicht... Ich wiederhole, nicht der Raw Main Event von No Way Out ist. Und zwar hatten wir uns gedacht, dass es da ein Match gibt, mit das einfach ein bisschen dramatischer ist, wo sich die Story schön aufgebaut hat und das wollen wir dann als finales Raw Match zeigen. Und zwar wird der Raw Main Event von No Way Out das Money in the Bank Contract Match zwischen Austin Aries, dem Money in the Bank Contract Holder, und Dean Ambrose, den Herausforderer. Oh yeah. Dean Ambrose ist wieder da, wo er zurück wollte, im Main Event von dem Pay-Per-View. Zwar nicht um den Titel, aber um den halben Titel. Ja. Oder um den Titel in Klammern gesetzt quasi. Um den zukünftigen Titel. Genau. Und bei Night of Champions hat er ja Austin Aries besiegt. Und somit wird dann das Money in the Bank Contract Match
ja, der Main Event von No Way Out von Team Raw werden. Ja. SmackDown hat ja diesmal den allgemeinen Main Event. Wir hatten bei Night of Champions mit dem Armageddon Hell in a Cell den Main Event. Ja. SmackDown hat den allgemeinen Main Event. Von daher wird das das vorletzte Match werden und das WWE Championship Match schon das viertletzte Match auf der Card. Aber wir glauben einfach, die beiden haben sich's verdient. Und wie gesagt, bei, ja, beim World Title Match ist es halt so, Wyatt braucht einen neuen Gegner, ja, gegen Batista noch gefehlt den halben Monat. Braucht jetzt einen neuen Gegner, hat ihn letzte Woche bekommen, da gibt's nicht einen großen Aufbau. Klar, man könnte jetzt die Road von Sheamus ganz gut beleuchten, aber gibt keinen großen Aufbau zwischen Wyatt und Sheamus, von daher passt das, glaube ich, dann ganz gut, dass wir dann das Koffermatch da reinbucken, oder haben wir uns dann halt so gedacht, dass es ganz gut passt. Es wird wahrscheinlich auch so sein, dass man es wohl mitnimmt, falls es eben der Wechsel gibt, dann wird auch der Ambrose aber schon mitnehmen ins nächste Projekt wahrscheinlich. Mal gucken. Ja. Genau, so ist der Plan höchstwahrscheinlich. Ja, also so der Money in the Bank Kofferträger wird dann quasi nächstes Jahr dann wieder Champion des Brandes höchstwahrscheinlich. Hoffentlich macht er da nicht den Booker T, wird gefeuert. Ich glaube nicht, bei Aries und Ambrose glaube ich nicht, dass einer von beiden gefeuert wird. Ja. Es sind ja keine random Leute. Ja. Ja, aber das ist nicht alles, Cooper. Genau, Jung, denn wir haben ja noch mehrere andere Matches für diesen Pay-Per-View geplant und ich glaube, die darfst du für unsere Zuschauer ankündigen. Genau, denn wir haben ja noch zwei Matches, die auf jeden Fall klar sind, neben dem Koffer-Match zwischen Austin Aries und Dean Ambrose. Steht ja noch fest, das WWE Championship-Match. Bray Wyatt, der WWE Champion, wird seinen Titel verteidigen gegen Sheamus, der wirklich die letzten 3 Monate on a row war. Also der Mann ist wirklich saugefährlich und wenn einer Wyatt echt entthronen kann momentan, dann ist das Sheamus. Ja, auf jeden Fall. Ja, er hat nochmal im Gegensatz zu Batista einen draufgesetzt, wie ich finde, mit diesem ja durchs Roster durchrennen. Auch wenn Batista brutal stark war, aber Sheamus hat da nochmal wirklich einen draufgesetzt. Nie wirklich gefährdet gewesen. Gut, Armageddon Hell in a Cell war ja nicht in der Entscheidung eingebunden. Batista hat ihn da nochmal geschlagen kürzlich. Aber das, ja, das stimmt schon, aber er hat sich, glaube ich, den Spot trotzdem verdient. Und von daher wird Sheamus das schon ja, definitiv seine beste Leistung zeigen und das hat er für sich verdient, den Co-Main-Event dann von Raw. Um den WWE Championship-Match, um die WWE Championship. Und dann werden wir gucken, ob er den Titel dann da erringen kann. Er hat ja noch keinen Titel bei dem Universe-Mode hier gehalten. Mhm. Er möchte natürlich wieder einen Titel haben. Und dann schauen wir mal, ob er das hinkriegt. Und das zweite Match, was ja auch noch feststeht, ist das Intercontinental Championship-Match. Das ist der Intercontinental Champion Shelton Benjamin. Der muss seinen Titel verteidigen gegen Neville, der sich in der ersten Woche in diesem Monat in einem Triple Threat Number One Contender Match gegen Corbin und Zayn durchsetzen konnte. Eine absolut kranken Overkill Match. Ja. Fast, oder eine halbe Stunde lang haben die sich da getötet. Ja. Top Rope Brainbuster etc. pp. Und am Ende holt's der eigentlich am schlechtesten aus dem Match rauskam. Aber somit wird Shelton Benjamin gegen Neville verteidigen um die Intercontinental Championship. Und auch Neville hat wirklich, war immer konstant da, immer wenn man ihn gebraucht hat, war er konstant stark, hat seine Matches gewonnen, hochverdient. Und auf jeden Fall. Und wir haben aber noch ein Titelmatch auf der Card, lieber Copa. Hm. Denn wir haben ja 3 Titel diesen Monat. Genau. Und zwar eigentlich 4. Wenn man das grob sieht, haben wir 4 Titel. Sind ja jeweils 2 Titel. Ja, natürlich. Mhm. Denn diesen Monat kehrt natürlich unsere Tag-Team-Champions zurück nach Raw. Die Wyatt-Family, bestehend aus Luke Harper und Eric Rowan, kam zurück zu Raw, nachdem sie im letzten Monat hier die Tag-Team-Titel erringen konnten gegen Enzo und Cass durch Forfeit. Aber die Pause von Enzo und Cass hat nicht lange gehalten. Sie kehrten, soweit ich weiß, letzte Woche zurück. Ja. Ja. Letzte Woche zurück und konnten gegen die White Family vorgehen oder nicht? Da bin ich leider, es war etwas länger her. Die beiden haben sich halt angekündigt, ne, dass sie die White schlagen wollen. Also sie haben jetzt nicht physisch attackiert, aber... Sie sind auf jeden Fall auf verbale Weise schon mal gegen die White Family vorgegangen. Und deswegen, wir sehen natürlich, dass Enzo und Cass ihr legitimes Rematch haben. Ihre Rematch-Klausel wurde eingelöst und nun ist es quasi gebuckt. Bei No Way Out gibt es das Tag-Team-Title-Match, die Revanche der Revanche. Ja, die Revanche der Revanches. Die Revanche der Revanches.
die Wyatt Family als Tag Team Champions gegen Enzo und Cass. Oh, also quasi nochmal wirklich richtig hart. SmackDown vs. Raw bei No Way Out. Auf jeden Fall. Quasi Skagia ja die ganze Zeit hin und her. Eigentlich hatte ja vor wie vielen Monaten? Vor drei Monaten? Die Enzo und Cass die Tag Team Liga gewonnen, um sich halt ein legitimes Match gegen die damaligen Champions. Das war vor zwei Monaten, müsste das gewesen sein. Gegen die damaligen Champions, die Motor City Machine Guns, haben sie sich da in der Tag Team Liga ihr Match verdient, wurden dann aber angegriffen. Haben wir es verdient? In Anführungszeichen natürlich. Und wurden dann von der Wyatt Family angegriffen hinterrücks, waren dann quasi ausgenockt für zwei Wochen. Daraufhin konnten dann die Wyatt Family das richtig ausnutzen, konnten die Motor City Machine Guns besiegen und die Tag Team Champions erringen, aber dann einfach out of nowhere kamen die dann zwei Wochen später zurück bei SmackDown, konnten dann ein Match einfordern, da sie halt sie hatten ja noch ein Championship Match offen gegen die Champions, konnten die Wyatt Family besiegen. Diese haben dann aber schon zwei Wochen später oder eine Woche später, das weiß ich auch nicht mehr genau, Enzo und Cass quasi wieder hinterrücks angegriffen, zusammengeschlagen und diese konnten dann nicht auftauchen. Bei der nächsten in der letzten Woche war das, glaube ich. Ja, genau. Und bei Raw, wo die zurückgekommen sind, haben sie ja dieses Forfeit-Match dann gehabt. Genau. Konnten sie nicht auftauchen und haben dann ihre Tag Team Champions verloren durch Forfeit. Aber jetzt sind sie wieder zurück. Sie fordern ihr Rematch und ich bin sehr gespannt. Der Hass ist real zwischen diesen beiden Teams. Die hassen sich wirklich abgrundtief, halten nichts voneinander. Ich bin wirklich sehr gespannt, wer hier als Finale Tag Team Champions No Way Out verlassen kann. Bin ich auch gespannt bei der Schlacht, was die Jungs da raushauen. Wirklich nochmal wirklich hier SmackDown vs. Raw. Vielleicht geht der Big Cass mal wieder fliegen. Ja, schauen wir mal. Aber das ist ja auch egal. Ein Match haben wir auch noch beim Pay-Per-View. Genau. Und zwar hat es sich ja schon angezeigt. Und zwar werden in einem One-on-One-Match Baron Corbin gegen Sami Zayn antreten. Und zwar begann das alles, nachdem der gute Sami einfach absolut gestört aus Baron Corbins End of Days ausgekickt ist. Kann er nur. Das denkt sich auf jeden Fall Baron Corbin, denn er sieht Sami Zayn auf jeden Fall als Hauptschuldigen dafür, dass er jetzt nicht der Number One Contender ist und hat diesen darauf mehrmals hinterrücks angegriffen. Nach einem Tag Team Match, wo die beiden nochmal aneinander geraten sind, war beiden klar, sie wollen gegeneinander antreten und das beim Pay-Per-View und wir stellen uns nicht gegen zwei Leute, die gegeneinander antreten wollen. Und so haben wir das Match auf jeden Fall auch für No Way Out gebuckt. Oh yeah, und damit steht die Raw Card auch fest. Wir haben das Money in the Bank Contract Match, Austin Aries, Dean Ambrose, WWE Championship Match, Bray Wyatt, Sheamus. Wir haben Intercontinental Championship Match, Shelton Benjamin gegen Neville, WWE Tag Team Championship Match, die Wyatt Family gegen Enzo und Cass und Sami Zayn gegen Baron Corbin. Als letzte Pay-Per-View-Card von Monday Night Raw. Ja. 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 Und apropos WWE Champion, der hat den Opener, Cooper. Ja, das stimmt. Der Book im Opener. Und es hat ein Mann, sein Gegner, wirklich auf sie aufmerksam gemacht die letzten Wochen. Oh Mann. Beziehungsweise letzte Woche. Ja, und zwar kriegt ihr ein aufstrebender Superstar seine Chance, sich erneut zu beweisen. Und zwar ist niemand geringer als Aiden English. Yay! Aiden English tritt an. Gegen Bray Wyatt, natürlich mit Braun Strowman an der Seite, der WWE-Champion. So. Will es nochmal wissen vor dem Pay-Per-View. Er wollte dieses Match auf jeden Fall nochmal haben. Macht der Aiden English den Fandango. Und Aiden English, der letzte Woche Finn Balor besiegen konnte und ein klares Zeichen hier gesetzt hat. Obwohl er eigentlich Tag Team Wrestler ist, kommt er im Singles-Bereich deutlich besser momentan klar. Oh, ja. Und ja, kann er hier den WWE-Champion mit Braun Strowman an der Seite hier besiegen? Kann er nicht. Nein, kann er nicht. Aber 2K wird sagen 50-50. Coin. Hallo, Coin. Hallo, Aiden English und Bray Wyatt sind ja quasi auf einer Stufe. Also ich glaube, Aiden English ist 81.
2K sagt Englisch. Ich glaube, Aiden English ist 81 und Bray Wyatt ist über 90 mit Schwung. Könnte ich und nachgucken, Strowman ist aber... auch 89, glaube ich. Wyatt 88, glaube ich. Und Wyatt, ja, Wyatt ist Champion, das auch. Daniel? Ja, also 2K machen sagt Englisch. Bitte auf den richtigen Knopf und nicht auf den falschen Simulationsknopf. Also die Münze sagt Englisch. Und Spiel, verkack's nicht. Okay, sehr gut. Sehr schön. Die Münze hat diesmal nicht recht gehabt. Vielleicht wird das Spiel uns ja auch nochmal eine letzte schöne Raw-Ausgabe schenken. Bray Wyatt besiegt Aiden English, vernichtet ihn. Danach kommt auch noch der Strowman in den Ring. 5 Minuten. Der gute Braun Strowman kommt danach auch noch in den Ring. Choked Aiden English im Stehen aus. Ja, Simon Gotch kommt auch noch hinterher. Der wird aber abgefangen von Bray Wyatt. Instant in die Sister Abigail. Und so liegen beide übereinander wie auf einem Scheiterhaufen. Man müsste sie nur noch anzünden. Oh, Alter. Wären aus den und essen. Ja, und essen. Und die Wortwillens werden aus den Geschichtsbüchern verbannt. Aber wir sind ja nicht Vince McMahon. Ja. Von daher. Ja. Wir sind ja nicht die Smackdown-Guys. Shoot, nochmal hier richtig schöne Shoots. Shoots in der letzten Ausgabe. Das war der Opener und wir kommen dann, glaube ich, auch sofort zum zweiten Match, oder Cooper? Auf jeden Fall. Und das zweite Match, wir machen keinen großen Scheiß drum. Wir kündigen es einfach an. Und zwar tretet Mr. Money in the Bank. Ja, er tretet in das Gesicht von Curtis Axel. Oh, Austin Aries gegen Curtis Axel. Bank. Ja. Gegen Curtis Axel. Ah, the greatest man that ever lived. Ja, eigentlich eine große Zukunft hat er. Aber er findet den Schalter nicht, der gute Curtis Axel. Der Sohn von Mr. Perfect. Hm. Tritt hier an gegen Austin Aries, gegen the greatest man that ever lived. Und das sollte eigentlich überhaupt kein Problem für Austin Aries sein. Sollte. Sollte. Der ja auch in der zweiten Woche Axiter Junior clean besiegen konnte. Hm. Und ich glaube, Austin Aries will den Schwung jetzt mitnehmen in den Pay-Per-View. Ja. Und ich glaube, der eine Dean Ambrose hat letzte Woche wieder verloren, ne? Der hat 2 Wochen, glaube ich, verloren, Dean Ambrose diesen Monat, ne? Gegen JBL und Kane. Soweit ich weiß, ja. Ich glaube schon, ja. Dean Ambrose hat diesen Monat nichts gewonnen. Da möchte er natürlich den Schwung mitnehmen und hier 2 Siege holen und natürlich komplett kontra zu Dean Ambrose stehen. Hm. Er muss das Ding hier gewinnen. Ja. Alles andere wäre Bullshit. Nicht real. Fürs Comeback wär's zu spät, Axel von dem her. Alles andere, was jetzt passiert, wäre irrelevant. Ja, ist Teil eines alternativen Universums, was wir nicht beachten. Von daher gewinnt Austin Aries hier gegen Curtis Axel und nach dem Brainbuster. Das stimmt. Sehr schön. Danke, 2K. Ich bin schockiert. Guck. Ein bisschen zu spät, aber... Ich bin schockiert. Was geht hier ab? Ja, die verwirren uns, weißt du, 2K hat so gehört, wir hören mit dem Projekt auf und die so, scheiße, komm, mach das alle Ergebnisse richtig, Jungs, die müssen weitermachen. Promotet uns weiter. Es ist zu spät, Jungs. Genau, es ist zu spät, aber was nicht zu spät ist, ist, dass der gute Austin Aries sich ein Mikrofon schnappt, denn Redefreiheit herrscht in den Vereinigten Staaten und bei uns natürlich bei Raw. Und ja, Dean Ambrose hat ja letzte Woche ein großes Mundwerk gehabt. Der gute Aries kontert die Worte. Dean Ambrose hat ja letzte Woche zu Austin Aries, nach seiner Niederlage hat Dean Ambrose gesagt, er wird Austin Aries Cash-In-Versuche ja verhindern, solange die nicht ihr Money to Bank Contract Match hatten. Und er wird immer da sein, er wird Austin Aries immer einen Schritt voraus sein. Aber der gute Austin Aries sagt dazu nur eins, dass er der Schlauere der beiden ist. Er ist nicht umsonst the greatest man that ever lived. Er wird Ambrose immer einen Schritt voraus sein. Ambrose ist nur ein Lunatic, der kann nicht vernünftig denken. Ja, vernünftig denken. Ja. Vernünftig denken. Und natürlich wird Austin Aries bei No Way Out das Koffermatch gewinnen, das Money in the Bank Contract Match. Und er wird endgültig seinen Platz als the greatest man that ever lived zementieren. Und das nicht nur bei Raw, sondern in der ganzen WWE. Mhm. Starke Worte von Aries, obwohl er im One-on-One-Match gegen Ambrose damals verloren hat bei Night of Champions. Aber er hat natürlich jetzt wirklich die Argumente. Ambrose hat nichts gewonnen diesen Monat. Das und stimmt. Aries hat alles gewonnen diesen Monat. Jo. Interessant, interessant. Dann würde ich sagen, haken wir das auch ab und wir kommen zum nächsten Match. Und wenn Cooper möchte, darf er das auch announcen. Mit Freuden würde ich dies announcen. Und zwar haben wir... Letztes Mal unsere Guys. Ein Vorletz. Ja. Letztes Mal Raw.
Zwei Stunden später. Nee. Also, kommen wir zum Match. Eine halbe Ewigkeit später. Ja, ja. Der GM steht auf Klatsch, steht erst mal eine. Weiter zurück zum Business. Jetzt Maul. Nee. So, auf zum dritten Match. Und zwar haben wir die Tradition natürlich schon. Es ist eine Tradition. In der vierten Woche eines Monats kommt ein gutes Six-Man-Tag-Team-Match. Das ist Tradition hier. Und diese Tradition wird zum Ende auch weitergeführt. Und zwar treten The Wyatt Family, die Tag-Team-Champions, bestehend aus Harper und Rowan mit Baron Corbin gegen Enzo und Cass und Sami Zayn an in einem Six-Man-Tag-Team-Match. Oh, die Gegner. Shit. Was, wieso? Ja, die. Wieso, Gegner, ja. Ja, wieso? Fragen sich jetzt schon, ist ganz einfach. Und zwar treten diese gegeneinander an in einem Tag Team Match und treten nicht direkt sofort aufeinander und können sich aber trotzdem schon mal abtasten und schon mal auf sich eintrainieren und einprügeln. Was? Ja. Oh yeah. Das wird auf jeden Fall nochmal ein richtiger Knaller hier. In der Mitte der Raw-Ausgabe. Ich meine, Luke Harper und Eric Rowan sind ja eh schon Monster. Und wir haben auch überlegt, ob wir Strowman hier an die Seite packen. Meinten dann aber, nee, Baron Corbin passt doch auch ganz gut. Dann kann der mit Zayn schon mal ein bisschen rumflaxen vor dem Pay-Per-View. Und somit, ja, ein krankes Bild da auf der linken Seite. Das ist halt echt Monster, so drei Monster. Auf der linken Seite, die Tiere, ja, treten an gegen die, muss man schon sagen, gesamt gesehen Underdogs auf der rechten Seite. Gut, Cass ist auch nicht unbedingt der kleinste Mensch auf Erden. Ich sag ja, gesamt gesehen. Schwer. Hier können wirklich, weil Enzo und Cass haben jetzt echt Bock, die wollen nochmal wirklich die Titel nochmal erringen und die wollen hier nochmal zeigen, dass SmackDown dann am Ende ein SmackDown-Team die Tag-Team-Titel mit nach Hause nimmt. Aber nach dem Comeback, ich weiß nicht, wie fit sie halt wirklich sind. Jo. So ein Beatdown, so ein harter Beatdown von der Wyatt Family, das nicht nur einmal, sondern zweimal, ist schon hart. Deswegen halt. Jedes Mal, wo die aufgestanden sind, wurden sie wieder auf den Boden geprügelt. Und kann die Wyatt Family mit Baron Corbin koexistieren? Oder wird Baron Corbin sein eigenes Ding machen und damit auf die Fresse fallen? Schauen wir mal. Das ist, glaube ich, noch so das Einzige, was hier passieren könnte, dass die Wyatt sich denken, boah, der Corbin, ne. Wir hauen einfach ab und Corbin wird dann 3 gegen 1 versagen. Wieder gestreckt. Oder dass Corbin einfach das nicht austaggen will. Das ist echt 50-50. Ich kann mir vorstellen, dass halt Corbin im Ring ist und dann nicht austaggen will, ja, und halt jetzt im Ring bleibt. Möglich ist es. Aber ich sag ich trotzdem. Ich gehe auf Wilds und Co. Ja, die Monster, einfach die Monster. Ich gehe auf Amore, Cassidy und Zayn. Es wäre natürlich ein großer Upside, wenn. Es wäre schon geil, wenn Zayn jetzt Corbin pinnt. Push the button. Interessant, definitiv. Schauen wir mal. Fast! Oh, aber Zayn pinnt Luke Harper, meine Güte, das ist eine Ankündigung. Das ist wirklich eine Ankündigung. Das ist Baron Corbin. Eine Ankündigung. Also Harper war über das ganze Projekt, ähnlich wie so Neville, immer konstant ein krankes Monster. Und dann gibt hier Zayn einen Pin gegen Harper. Nicht schlechter Specht, ich ziehe meinen Hut davor. Zayn hat halt das Herz eines Tigers gefühlt die letzten Wochen. Aber Monster sind dafür da, Herzen auseinanderzubrechen. Genau. Was bringt dir das Herz eines Löwens, wenn das Monster dir das Herz aus deiner Brust reißt und es auf ist? Deswegen, trotzdem, aber deswegen halt besonders Hut ab, Respekt an Sammy, weil das schafft nicht jeder einfach so. Wahrscheinlich gab es hier doch ein bisschen Beef zwischen Corbin und den Wilds. Vielleicht gab es sogar eine physische Auseinandersetzung, die dazu geführt hat. Denke ich auch. Vielleicht hat Corbin da irgendwie was gegen Luke Harper inszeniert. Mhm. Und Rowan war in dem Moment ja vielleicht K.O. getreten abgelenkt. Von irgendjemandem. Oder abgelenkt. Und somit kam der Helluva-Kick out of nowhere in der Ringecke der Gegner. Und dann konnte auch ein Eric Rowan nichts mehr ausrichten alleine. Genau, deswegen. Ob man sich den Hass der Wyatt Family auf sich schüren sollte. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist für Baron Corbin. Er sollte ganz schnell das Weite suchen und sich bis zur Pre-Show vom Pay-Per-View, die sind ja eh dann gefühlt 12.000 Stunden entfernt voneinander. Westküste, Westküste. Ja, nicht mehr blicken lassen. Aber krasse Ansage von Sami Zayn auf jeden Fall. Und Corbin muss aufpassen beim Pay-Per-View. Auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen zum nächsten Match. Und ja, wir wollen
Auch in dieser Raw-Ausgabe, in der letzten Raw-Ausgabe bei 2K16 beim Universe Mode, wollen wir auch den Intercontinental Champion bringen. Die Intercontinental Championship. Was hat sie für einen Spaß gebracht, wirklich? Auf jeden Fall. Ja. Sagen wir mal so, wir haben wieder dem Intercontinental-Teil sein Prestige zurückgebracht, was er sich eigentlich verdient hat. Sagen wir mal so, der Intercontinental-Teil ist in mehr Main-Events gewesen als der WWE-Teil. Oder das würde mich echt interessieren, aber das würde, glaube ich, tatsächlich. Das war, glaube ich, so. Wenn ich mal schaue, ich kann es ja nachsehen, während im Match zum Beispiel. Und dann kann ich das dann. Also bleibt dran zum Match, kann ich es euch sagen. Hoffentlich ist er zwei Stunden also fertig. Die Intercontinental Championship wirklich bei Raw ganz hoch an höchster Stelle mitgesetzt. Also wirklich ja, even zur WWE Championship. Jemand, der gut in der Intercontinental-Title-Szene war, der hat sich sofort quasi in den Main Event pushen können. Frag mal Sheamus. Weil es halt. Ja, die Grenze, fragt Tommy Hand, fragt auch gut Sammy. Dabei. Ja, sagen wir mal so, die Grenze ist bei uns sehr dünn zwischen diesen beiden, keine Ahnung, Titel. Ich weiß, zwischen diesen beiden Titeln. Wenn einer ein ziemlich kranker Intercontinental Champion ist, dann hat er mehr als nur einfach so verdient, quasi eine Chance auf den Main-Title zu bekommen. Deswegen stand Tommy letzte Woche ja auch im Number One Contender-Match. Auf jeden Fall für all seine Leistungen. Der unglaublich. Ich glaube, einen besseren Intercontinental Champion hätten wir uns nicht wünschen können für den. Auf jeden Fall. Ja. Für den größten Teil des Universe-Modus. Aber er ist seit Tag 1 gefühlt der Typ, der da den Intercontinental-Teil gehalten hat. Er war das Gesicht des Intercontinental-Titles, der Intercontinental-Title-Szene. Und es war uns wirklich eine Freude. Und das in seinem Debütjahr. Ja. Das ist schon krank. Es war uns eine Freude, halt auf jeden diesen Fall. Weg zu verfolgen. Und deswegen, der Intercontinental Title war immer, die Matches waren fast immer auf einer Stufe. Auf jeden Fall. Mit allen anderen und. Ja, so. Leider können wir nur 5 Matches bringen in den Wochenshows. Sonst hätten wir natürlich auch Tommy End, Axi der Junior etc. pp. Die ganzen Leute hätten wir natürlich auch noch einen Spot gegeben. Ja. Aber leider haben wir nur 5 Matches. Und wir können nicht alle, wir können jetzt nicht nur Six-Man Tag Team Matches pucken. Ja. Oder Six-Man Ladder Matches oder sonst was. Easy, das wäre was gewesen. Ach, wir haben uns gesagt. Wir hätten gerne wirklich alle gebracht, die wirklich einen Hauptteil mit im Universe-Modus hatten. Leider ist uns das ja jetzt nicht gelungen, aber wir haben es jetzt so gut wie möglich gebuckt und wir haben auf jeden Fall den Intercontinental Champion Shelton Benjamin, der hier ein Match bestreitet, auch gegen einen Mann, den wir unserer Meinung nach auf ein neues Level gehievt haben und der auf ein neues Level gehievt wurde vom Raw-Roster, von seinen Gegnern. Und zwar ist das, ja, the hottest free agent, he's got kids, ladies and gentlemen, Heath Slater, the one. Oh, I'm a one-man band. Ja, er hat. Da hat man, war auch ein schönes Wortspiel drin. Er hat sich hochgehievt. Ach, da habe ich echt gar nicht dran gedacht. Ja. Das hab ich nicht mal gehört, weil es so scheiße ist. Aber Heath Slater darf hier gegen Shelton Benjamin nochmal antreten und darf auf sich nochmal aufmerksam machen, vielleicht fürs nächste Jahr dann für den Draft. Wäre natürlich eine Ansage, wenn ihr hier den Intercontinental Champion besiegt. So, Number One Pick nächstes Jahr, nee. Ja, bestimmt. Okay, go home, you're drunk, Daniel. Ja. War ein Witz. Aber Shelton Benjamin oder Heath Slater, ich glaube, der Intercontinental Champion wird Neville nochmal ein Ausrufezeichen schicken. Jo, auch sollte er. Auch eine sehr freundliche Auseinandersetzung der beiden immer war. Wir schauen ganz langsam auf 2K. Sollte er. Ja, das ist so jetzt wirklich das letzte Match, sollte, wo ich sage. Das ist wirklich so jetzt das letzte Match. Das ist das letzte Match 2K, wo ich sage, der muss das, sollte das gewinnen auf jeden Fall. Bei dem anderen ist es wieder 50-50, wie bei dem dritten Match jetzt zum Beispiel. Aber hier sollte Shelton Benjamin gewinnen und gewinnt er auch, ist die Frage. Schauen wir mal. Tut er nicht. Tut er nicht. 2K macht nochmal auf 2K. 2K macht nochmal auf 2K und Heath Slater gibt alles für seine Kids. Heath Slater gibt alles für seine Kids und für den nächstjährigen Draft. Auf jeden Fall, das hat ihn schon mal höher in den Listen katapultiert. Also man muss wirklich mal sagen, ich glaube, er ist wirklich sehr gut vom Universe weggekommen. Jo, das muss man sogar echt sagen. Was er hier geleistet hat. Riesen Aktion. Da, wo man ihn eingeschätzt hat und wo er jetzt hingekommen ist. Boah. Genau. Dann würde ich sagen, bevor wir zum Main Event kommen, möchte ich euch bitte sagen, ja, bevor ihr sagt, deletet einfach mal die ganze WWE-Geschichte der letzten 10 Jahre. Delete. Und dann kommen wir zum Main Event, weil der Main Event hat es wirklich verdient, weil die beiden haben wirklich Raw auf den Kopf gestellt.
Kuba, du hast die Ehre. Oh, Dankeschön. Und zwar hatten wir uns gedacht, für die letzte Raw bringen wir nochmal ein krankes Finale. Mein Stipprat war natürlich wieder bereitgestellt. Und wir dachten uns, was können wir... Ja, der ist vermissen. Auf jeden Fall. Was können wir denn hier noch bringen für ein finales Match? Was können wir noch machen, um die Massen ein letztes Mal begeistern zu können? Und dachten wir, wer waren denn die beiden, die wirklich richtig stark am Eskalieren waren? Wer waren denn zwei der Guys, also sind nicht die einzigen natürlich, die aufgefallen sind, dadurch, dass sie verrückt waren, dass sie crazy waren, dass sie einfach nur zerstört haben, dass sie das getan haben, was sie tun wollten und fast niemand konnte sie aufhalten. Und diese Männer treten jetzt gegeneinander an, Kopf an Kopf mit Vollgas, bis einer tot ist, ne? Aber bis, okay. bis einer tot ist. Nee, aber auf jeden Fall ist es zwei kranke Männer und zwar auf der einen Seite Sheamus, auf der anderen Seite Randy Orton. Ich dreh das Stiprad und was kommt Rock. Raus? I'm meinem False Count Anywhere Match. Oh, Eskalation. Fuck. Tötung ist garantiert. Randy Orton gegen Sheamus. No Disqualification. Anything goes. False Count Anywhere. Holy shit. Das ist doch ein schöner Abschluss. Mr. Crazy gegen den Berserker. Und es kann nur Tote geben. Warum musst du bei Mr. Crazy mal an Dean Ambrose denken? Also, wir haben schon. War da, was ein Abschluss hier nochmal in der, in der Gamble City in Las Vegas. Ja, da passt das Stiprad nicht. Aber okay. Sagen wir mal so, wir haben schon die Leute in der ersten Reihe gewarnt, dass alles bei Raw passt immer noch Sinn. Dass Blut fetzen kann. Ja, wir mussten schon sich. Ganzkörperkonsum anziehen. Einfach Regenschirm oder Regenmantel. Und das sehen wir gerade noch auf dem Titantron. Wie lässig war das bitte gerade von Randy Orton auf dem Titantron? Er hat dem Ingenieur nochmal angewiesen, dass er den RKO gegen Sheamus zeigen soll auf dem Titantron. Und voll in der Kamera gerade gewesen, wo Sheamus die Battering Ram vom Apron gezeigt hat in den RKO. Wie cocky ist bitte Randy Orton? Er ist cocky, aber... The Viper, The Apex Predator. 12-time World Heavyweight Champion. Und er kann sich sowas leisten. Auf jeden Fall, aber was eine Ansage nochmal. Yeah. Also, ich meine, Sheamus ist wirklich ein Monster. Ja. Yeah. Und ein Sheamus, das hat man in der Geschichte immer gesehen, der WWE, den darf man auf keinen Fall wütend machen. Sieht man es jetzt nochmal? Nee, jetzt nee Jericho. Mal. Jericho, komm, bitte, bitte, bitte. Nein. Aber das ist Randy Orton egal, ey. Ah! Ah, zack! Das war ein geiler Akku, muss ich sagen. Das war Einstellung. Perfekt, als wenn es gebuckt wäre. Ob das jetzt hier auch passiert, wissen wir nicht. Es kann überall zu Ende gehen. False Count Anywhere und da kommt er. Die Lichter gehen aus. Die Musik ertönt, da ist sein Name. Sheamus kommt zum Ring. Was? Falscher Mann. Sorry. Opa, das Maulstopfen. Alter. Sheamus, der vollkommen der vor Selbstvertrauen strotzt, fokussiert ist. Oh, ein Evolution-Mitglied musste er sich schon geschlagen geben. Ein ehemaliges Evolution-Mitglied in Batista in der ersten Woche. Ja. Kann er das zweite Mitglied hier jetzt endlich besiegen? Randy Orton gegen Sheamus, False Count Anywhere. Nach diesem Universe-Mode einfach eine unglaublich kranke Ansetzung. Jo. Spannend, wer das Ding hier gewinnen kann. Bella. Und ich weiß nicht, wie lange dieses Match gehen wird. Bella. Sich töten. Auf jeden Fall. Gibt's ein RKO durch den Tisch? Gibt's ein Celtic Cross durch den Tisch? Ich kann auf niemanden tippen, jetzt mal ganz ehrlich, deswegen die Münze muss es tun. Münze Kopf muss Orten, Zahl Sheamus. Okay. Die Münze sagt Sheamus. Okay, bei mir ist es Zahl Orten, Kopf Sheamus. Die Münze sagt bei langsam, mir. Langsam, machen wir mal. Und auch Sheamus. Okay. Und was sagst du, Daniel? Zwei Sheamus? Ich tipp gegen und sag einfach mal, auch nach der Ankündigung mal Orten.
Nach der Titantron-Ankündigung. Ja. Ja, schauen wir mal. Wir fangen ganz gechillt an im Kettenwrestling. Im Grapple-Wrestling hier. Ah, Seamus hier. Wird auch schon ein bisschen cocky da. Aber eine Viper sollte man natürlich auch nicht reizen. Zumindest nicht die Viper der letzten Wochen und Monate. Nee. Und, oh. Backbody-Job, aber Orton hier mit all seiner Klasse. Da muss Seamus natürlich aufpassen. Oh. Mit all seiner Klasse zu jeder Situation ein Match gewinnen. Und Suplex. Suplex hier. Beide Modellathleten. Orton. Okay, da geht's schon los. Da kommt. Eskalation. Halt ich ein bisschen euch, Orton. Orton ist back. Aber Seamus kann sich den Stuhl greifen. Nein, er haut den Stuhl auf den Boden. Und der Referee natürlich hinterher. Denn Falls Count Anywhere. Überall kann Cover angesetzt werden. Und da geht Randy Orton wieder in die Barrikade. Und Seamus greift sich Orton. Es geht wieder in den Ring anscheinend. Oh, Schlag und Kick an den seitlichen Kopf. Meine Güte. Der letzte Raw Main Event. Auch ein bisschen sentimental für uns beide. Für uns drei. Oh Gott. In der Konstellation. Und ein Knie im Gesicht. Der Uppercut von Seamus. Die Schlagkombination. Noch ein Uppercut. Aber auch ein Schlag. Meine Güte, die schenken sich nichts rein. Oh, schön. Ja, da sehen wir Orton. Zieht ihn einfach zurück in den Post. Ja, ist schon krank, ist schon krank. Orton ist einfach wirklich ein Naturtalent im Ring. Und Seamus, kann er mit seiner gewalten Wucht, mit seiner Power, kann er dagegen halten? Bisher ist es wirklich ausgeglichen. Schöner Backsuplex von Seamus. Komplett ausgeglichen dieses Match bisher. Ein One-Count. Meine Güte. Meine Güte, du. Neckbreaker hier von Randy Orton. Ach, du guckst gerade nebenbei Intercontinental und WWE. Denkst du, was kam Battleground was, nach SummerSlam? Mach das doch zwischen dem Pay-Per-View und erzählst dann beim Pay-Per-View. Dann kannst du hier das Match noch weiter kommentieren. Das letzte Raw Main Event Match. Möchte aber nur auch vorher wissen, was kam vor? Was ein Bad-to-Bad Overhead. SummerSlam oder Battleground? Was meinst du? Was kam vorher, meine ich? Battleground. Dann kam SummerSlam und dann Night of Champions, ne? Ja. Okay. Und Seamus jetzt hier mit Orton außerhalb des Ringes, tritt auf ihn ein. Orton jetzt gerade so ein bisschen, Boden. Seamus mit der Oberhand gerade. Ja. Aber jetzt die Hintentreppe. Geht's meine Güte. Jetzt Orton, was hat er vor? Oh, tritt in die Magrude und tritt dann noch so mit seinem ganzen Gewicht drauf. Oh, Orton. Okay, und Randy Orton hat Bock. Aber das dauert wieder zu lange anscheinend, oder? Nee! Die Ringtreppe gibt's ins Gesicht und noch voll aufs Knie. Alter. Und in den Rücken. Ins Steißbein. Und wieder auf die Magengrube. Meine Güte, Randy Orton tötet Seamus hier gerade. Und Cover hinterher. Clever von Orton. One, two. Kick out. Geht schon relativ weit. Meine Güte. Aber Orton hier mit den Schlägen. Boah. Seamus jetzt so ein bisschen in Bedrängnis, in Bredouille. Duplex auf die Ringtreppe. Oh mein Gott. Mit dem Steißbein auf die Ringkante, auf der Kante der Ringtreppe. Scheiße. Cover hinterher. Wie er sich noch gedreht hat in den Suplex auf die Ringtreppe. Dreht um 90 Grad. Das ist einfach Randy Orton, wie er leibt und lebt. Ja, das ist ouch. Das ist ouch. Ja, mehr kann man das nicht sagen, Mann. Ring. Und hier auch wieder. Seamus hat momentan gar keine Chance. Randy Orton dreht hier richtig auf. Der möchte noch mal ein Zeichen setzen. Meine Güte. Gegen den Apron. Randy Orton möchte, glaube ich, auch noch mal ein Zeichen in Richtung Draft setzen. Natürlich die Leute, die nicht auf den Pay-Per-View-Cards stehen. Das ist die letzte Chance für die hier. Bei Raw. Natürlich ein Randy Orton hat natürlich einen Namen wie sonst was. Der wird natürlich hoch sein in der Draft-Szene. Hoch im Kurs stehen bei beiden Teams. One. Aber Orton kommt jetzt hier gegen Seamus. Aber trotzdem möchte er auch zeigen, dass er eigentlich hier der Number One Contender sein sollte. Und wir dürfen ja nicht vergessen, Bray Wyatt oder Seamus, wer wird WWE Champion nächstes Jahr? Das letzte WWE Title Match. Einer der beiden wird nächstes Jahr der WWE Champion. Ja. Auf jeden Fall. Der Ringtreppe hier ins Gesicht. Oh mein Gott. Und aufs Knie von Orton. Und
jetzt in die Magengrube, jetzt rächt er sich hier für die Schläge und er rächt sich aber. Oh ne, unten kann und dann. Wow, in die Lotus Press. Oh mein Gott. Ein Hin und Her jetzt hier gerade. Das, was wir uns gewünscht haben. Viele Covers jetzt auch. Mhm. Aber nur ein Two-Count. Na. Beide hier wirklich. Sie halten das, was sie versprechen. Geben sich hier nix. Oh. Seamus, was hat er vor? What? Was? White Noise! Oh! Auf die Treppe! White Noise und das Cover direkt in Out of Order. Two! Kick out! Schnell Out of Order dafür, dass das auf die Ringtreppe ging. Aber so auf die Kante auch. Ist richtig schön. Alter. Wie der Suplex davor. Mhm. Boah, was ein Move von Seamus. Oh. Oh. Orton kann kontern. Was hat er jetzt hier vor? Boston Crab. Gegen Seamus. Hier gibt's keine Seile. Hier gibt's entweder nur Tap oder Nap. Tap oder Nap. Ja, aber Seamus kann sich rauskämpfen. Oh, da ist fast ein Kick. Was für Power der Mann in den Beinen hat. Natürlich sein Finishing. Oh, und jetzt geht's hier gegen den Ringpost und Schlag in den Rücken und German Suplex. Oh, oh. Außerhalb des Ringes. Ganz schön gefährliche Moves jetzt hier außerhalb des Ringes. Auf jeden Fall, Mann. Was die beiden gerade fressen. Ekelhaft. Oh. Hinterkopf in die Matten außerhalb des Ringes. Auf die Matten außerhalb des Ringes. Two. Boah. Neu. Schon tief weit. Hast du eigentlich auf langsam ja, oder auf... Ja, ich habe auf langsam. Okay. Dann gibt's hier wirklich nochmal richtig Eskalation. Mhm. Oh, oh. Ja, was ist das der? Das oh, wird doch nein, nicht. Nein, nein. Celtic Cross. Oh, what the fuck? Das war's. Tod. On two. No. Doch, das war's, oder? Nein. Na, kick out. Kick. Randy Orton knallt mit dem Hinterkopf und Rücken und Nacken gegen den Apron mit voller Wucht. Was zur Hölle? Und kontert ihn jetzt auch noch. What the fuck, was ein Celtic Cross von Seamus? Was zur Hölle? Was eine Aktion! Wie hat Randy Orton das bitte überlebt? Oh, und Seamus denkt sich, bleib liegen! Und stompt ihn hier zu Boden. Ich glaube, Randy Orton schickt mir auf jeden Fall zur Vorsicht nach dem Match in den Trainers Room. Ja, auf jeden Fall, Mann, Alter. Dass da am Nacken nichts passiert ist und vor allem auch nicht an den Schultern, wie wir es bei Orton immer kennen. Ja. Das ist ein kranker Move. Alter, mir bleibt da echt die Spucke weg, du. Meine Güte. Seamus jetzt hier. Boah, haut Orton hier in die Barrikade. Hat jetzt natürlich nach dem Move die Oberhand. Aber Orton kommt zurück. Und covert ihn erstmal. Das covert nach dem Fisch. Ich habe den Referee leider nicht gesehen. No, Sir. No, Sir. Was glaubst du, ja? Warum ist da eigentlich ein Typ bei den Zuschauern in einem Rusev-Shirt? Gute Frage. Nix. 80 Grad noch gedreht hier. Es ist Raw, Junge. Boah. Er steht halt hinter dem Fight Club, egal wo. Ja. Wobei es da ja wohl ein paar Spannungen gab, aber naja. Oh, und der Stuhl jetzt in den Rücken. Oh. Mit den Waffen. Aufs Knie. Aufs Recht. Noch mal. Und schmeißt den Stuhl auf ihn. Aua. Oh. Oh, und über das, das gefährlich hier das Bein von Seamus. Das gefährlicher Move hier. Ist natürlich clever, auf die Beine von Seamus zu gehen. Mhm. Den Kick hier natürlich aus dem Leben zu nehmen. Aber wir haben gesehen, er hat das Celtic Cross auch noch. Ja. Und so ein Match noch in der letzten Woche, die letzten paar Tage vor seinem Title-Match. Ey, Letzte Woche hat er auch ein hartes Match gegen Tommy End gehabt, der Seamus. Ich glaube, Ray wird sich das ziemlich erfreut angucken. Definitiv, hier schon langes Cover. Oh, komm auf! Was ist hier los? Vielleicht hilft ja ein... Nein, Chinbreaker. Ein Chinbreaker. Aber Orton kann ihn wieder greifen. Oh. Nicht in die Barrikade. Was hat Orton vorher? Wollte Seamus schon... Er covert ihn. Auf. Ja. One, two. Nein. Allerdings, der Junge, ich habe jetzt zwar schon meine Ergebnisse dokumentiert, die werde ich ja wahrscheinlich eher nach dem Match oder beim Pay-Per-View sagen. Okay. Aber... Zählt dieses Match jetzt zu einem zu der WWE-Fehde oder ist es so ein sonstiges Match zum Beispiel? Ja. Ohne Bedeutung. Ja, ja. Würde ohne Bedeutung, ne? Ja, ja, ohne Bedeutung, aber. Okay. Weil ich habe nämlich so 5 Kategorien. Etwas, was mit der WWE-Teil zu tun hat, was mit dem IC-Teil zu tun hat, sonstiges. Jede Woche schon reviewed?
Ja, ich habe ja meine Thumbnails. Da kann ich die ganzen Main-Events durchgehen. Oh, Shane ist jetzt in der Barriere. Oh, nein. Boah. Okay, ja, kannst du ja bei... Oh! Halt, Tag-Team-Tag-Team. Konterphase. Das ist ein Video, was wir noch geplant haben als Abschluss. Okay, gut. Dann das und jetzt liegt Randy Orton hier in die Barrikade und frisst die Barrikade nochmal voll. Und jetzt ist... Oh, schade. Nein, schade. Suplex. Oh, nein. Nein, Konter. Seamus. Und auch jetzt? Das... Oh, oh, nein. Alter, ja. James schon wieder. Nein. Den Stuhl. Der ist doch tot. Das war's, Randy Orton. Good night. Das war's doch. Das war's auf jeden Fall. One, two, three. Ja, also. Was eine Tötung von Sheamus. Also, Sheamus zeigt, warum er der Number One Contender ist und warum er der Favorit auf das WWE Title Match sein sollte. Randy, are you okay? Bray Wyatt muss so hart aufpassen. Es macht hier mal in etwas über 10 Minuten mit Randy Orton einen kurzen Prozess nach zwei kranken Celtic-Cruises. Und damit hat sich Sheamus sehr verdient den Titel des größten Fickers bei Raw verdient. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Quasi. Was ist eine Ansage von Sheamus? Alter. The future is now. Ja. Das ist eine, und das, ich wollte es gerade erwähnen, genau das, was Sheamus davor gemacht hat mit dem Suplex-Counter, das ist das, was er hier dieses Jahr gefunden hat. Er hat neben seiner Kraft auch noch wirklich diese Technik gefunden, dass er wirklich auch Konter aus da, aus diesem Move zum Beispiel hat. Und dann kann er hier, out of nowhere, nachdem Orton noch gestunt ist, das Celtic Cross hier auf den Stuhl noch bringen. Ich kann auf den Nacken. Mit dem Hinterkopf. Also Randy Orton schicken wir auf jeden Fall in den Trainers Room, weil der wir hat... Wir schicken sofort die Ärztin. Die zeigen auch ihr X und der wird da jetzt abgeholt. Sie sind doch gar nicht bewegt, der Randy Orton. Der wird sofort mit dieser Trage abgeholt. Oh, und Sheamus hier. Referee, verpiss dich. Nein, Erik. Ja, er hat auch das Recht dazu, sowas zu sagen. Ganz lässig ans Seil. Lächelt Sheamus. Und während Randy Orton von den Doktoren mit der Trage rausgefahren wird... Natürlich, Randy Orton ist eine Legende und die Zuschauer applaudieren auch Randy Orton, aber Sheamus hat hier eine ganz klare Ansage Richtung Bray Wyatt geschickt. Wow, Bray Wyatt muss echt aufpassen, weil mit dem Sheamus ist null zu spaßen, der ist unaufhaltbar. Ja, also ich bin nicht wirklich sprachlos, diese Leistung ist absolut wow. Was? Das war Zerstörung. Liebe Zuschauer, damit... geht der letzte Main Event im Universe Mode von WWE 2K16 auf unserem Kanal von Raw zu Ende. Es war uns eine Ehre. Auf jeden Fall. Zu dürfen. Kuppa, es war mir eine Ehre, diese Show mit dir leiten zu dürfen. Auf jeden Fall. Es war mir besonders auch eine Ehre, mit dir diese Show leiten zu können, booken zu können. Ich finde, wir haben uns gut ergänzt. Wir haben gut hier für Recht und Ordnung gearbeitet und gesorgt. Und diese Show war wirklich immer meist sehr unterhaltsam. Deswegen... auf jeden Fall auch danke an jeden Zuschauer, der hier zu diesem Punkt gekommen ist, der sich jede Show angeschaut hat oder auch der sich die meisten Shows angeschaut hat, dann kann ich mich auch bedanken. Und natürlich danke an Daniel, der dies mit seiner Konsole und seinem Kauf auch ermöglicht hat. Danke ebenfalls. Genau. Danke an alle, danke an den CEO, danke an die Zuschauer, danke an Copa, danke ans Teammitglied. Ja. Letztendlich bleibt uns nicht mehr viel zu sagen. Wir hören uns ja nochmal zum Pay-Per-View. Genau, wir hören uns eh noch beim Pay-Per-View, aber so in der Konstellation waren wir jetzt das letzte Mal erstmal beim Vorerst. Irgendwann werden sich unsere Wege wahrscheinlich auch wieder kreuzen. Schauen wir mal, wer dann nächstes Jahr so zusammenkommt. Gibt's wahrscheinlich wieder die Hamburger Jungs. Ja. Genau, nächstes Jahr schauen wir mal, wer da zusammenkommt. Aber dafür möchte ich mich einfach wirklich bei Koba bedanken. Wir waren ein sehr, sehr gutes Team. Wir haben's wir haben Raw geruled. Auf jeden Fall. Und auch ein Dank natürlich ans Roster, an alle Wrestler, die hier ihre Gesundheit für uns aufs Spiel gesetzt haben. Natürlich, auf jeden Fall. Unsere Quoten höher zu pushen als die von SmackDown. Letztendlich bleibt uns einfach wirklich nicht mehr viel zu sagen, außer ein letztes Mal wirklich vielen, vielen Dank an alles und jeden. Und dann hören wir uns auf jeden Fall bei No Way Out nochmal alle gemeinsam wieder. Und dann hören wir uns hoffentlich nochmal auf ein richtiges Fest bei No Way Out wieder. Genau. Richtige Schmankerl wollen wir dann nochmal sehen. Auf jeden Fall No Way Out werden wir nochmal für euch ein letztes Mal eskalieren. Nochmal danke an alle. Und zum letzten Mal nun. Goodbye from Monday Night Raw. Bis dann.